Herzlich willkommen zu diesem neuen Video Discord Python Bot Programmierung. Wie ihr merkt, das wird wieder regelmäßiger, wir kriegen das hin. Wir werden jetzt richtig durchziehen und ich mache direkt den ersten Vorschlag, den es in den Kommentaren gab. Wir machen heute Auto Rolls und zwar nicht nur auf einem Server, sondern auf mehreren Servern gleichzeitig und zusätzlich noch unterschiedlich, ob es ein User ist, der joint oder ein Bot. Viel Spaß! So, dann fangen wir direkt an. An sich ist es super einfach. Wir müssen einfach nur definieren, welcher User auf welchem Server welche Rolle bekommt. Dafür gehen wir hier ganz nach oben und fangen erstmal an, eine neue Variable AutoRolls zu machen. Diese speichern wir jetzt in JSON, derzeit aber jetzt noch im Programm selbst. Vielleicht werden wir später in einer weiteren Folge einmal das Ganze noch auslagern in eine Datei, was es dann auch überdauern lässt, wenn ihr den Bot mal ausschaltet. So wäre es jetzt, wie wir es jetzt programmieren, nur solange der Bot an ist. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das dann auch haben wollt, dass ich das mal zeigen kann, wenn der Bot auch aus ist, wie das dann gespeichert wird. Genau, wir fangen an mit geschweiften Klammern. Das ist quasi so immer der Indikator dafür, dass wir jetzt hier JSON benutzen werden. Und da fangen wir einfach ganz einfach an. Wir schreiben die Guild-ID rein. Ups, jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, wir gehen auf unsere Guild, die wir jetzt nehmen wollen, klicken hier oben, Rechtsklick, ID kopieren. Wenn ihr hier kein ID kopieren habt, geht ihr hier unten in Benutzereinstellungen, auf Erscheinungsbild und dann, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, müsst ihr hier Entwicklermodus sein. Den müsst ihr aktivieren, damit ihr dann jetzt hier, wenn ihr Rechtsklick drauf macht, ID kopieren seht. Das müsstet ihr aus den früheren Videos schon kennen. Wenn nicht, dann okay, dann habe ich es euch jetzt gezeigt. Ansonsten weiter geht's. Wir kopieren uns die ID, gehen wieder in PyCharm und fügen die einfach nur ein. Tun wir das noch ein bisschen eindrücken. Genau, das ist jetzt erstmal unsere ID. Dahinter machen wir einen Doppelpunkt, weil wir wollen ja etwas mit dieser ID tun oder sie etwas zu dieser Gilde zuweisen. Und jetzt machen wir nochmal ein JSON-Objekt da drin, also wieder geschweifte Klammern. Und da unterscheiden wir jetzt dann zwischen zwei Möglichkeiten. Wenn es ein Spieler ist, der joint, oder wenn es ein Bot ist, der joint. Wir werden uns jetzt heute nur die Seite des Members anschauen, also des Spielers, wenn er joint. Aber grundsätzlich machen wir einfach mal beides, damit ihr seht, wie es geht. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, hier so Member Roles. Machen dahinter einen Doppelpunkt. Das müsst ihr übrigens in Anführungszeichen, am besten in einfachen Anführungszeichen schreiben, damit es auch erkannt wird. Und da machen wir jetzt eckige Klammern für ein Array, wie es ihr hier oben schon kennt. Da schreiben wir dann einfach die Rollen rein gleich. Jetzt machen wir hier ein Komma und machen da noch die Bot-Rolls, weil es einfach exakt dasselbe ist, können wir das direkt machen. So, und wenn ihr jetzt hier noch eine zweite Guild hinzufügen wollt, dann können wir einfach hier hinten dran Komma machen und ihr fügt hier eine weitere, die einen eigentlich nochmal exakt dasselbe und ihr habt eine zweite Guild. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt, einfach hier hinten das Komma nicht vergessen und dann so oft ihr wollt darunter das Zeug machen für jede Guild, die ihr haben wollt. So, und jetzt machen wir es aber nur bei der oberen, weil nur da kann ich es euch zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Und jetzt wollen wir ein paar Rollen da reinfügen. Das heißt, wir gehen wieder in den Discord rein, in die Servereinstellungen, Rollen und nehmen dann jetzt zum Beispiel hier den Party-Rang, klicken da Rechtsklick, ID kopieren, fügen den hier ein, setzen ein Komma, weil wir jetzt noch einen zweiten reintun wollen, gehen wieder in Discord, nehmen Kälte, ID kopieren und tun den auch da hinten rein. Genau, jetzt haben wir hier zwei Rollen, die der Spieler bekommt. Jetzt tun wir noch den Bot einsetzen. Zum Beispiel kriegt der dann Liebe. Können hier schon wieder raus. Und fügen das einfach hier hinten ein. Das gleiche könnt ihr dann auch mit den jeweils anderen Rollen der Guild hier unten machen. Und ja, das war eigentlich schon grundsätzlich alles. Jetzt müssen wir nur, wenn ein Spieler joint oder ein User joint, schauen, welche Rollen soll er in dieser Gilde jetzt dem Spieler geben. Dafür gehen wir hier runter. Wir haben hier schon unsere OnMemberJoin-Methode. Und da arbeiten wir jetzt einfach dran weiter. In die allererste Zeile davon geben wir jetzt ein Guild-Guild, das importieren. Das hier ganz oben from Discord import Guild dabei steht. Ups, genau. Und da schreiben wir jetzt ist gleich Member.Guild. Das heißt, wir holen uns aus dem Member, der gerade joint, die Gilde, auf die er gerade joint. Genau, und dann haben wir jetzt hier ja schon unser If, was passiert, wenn es kein Bot ist, also ein Spieler. Das heißt, wir gehen hier direkt drunter. Achtung, dass ihr hier mit den Einrückungen auf derselben Höhe wie das Try-Accept seid.
Und jetzt geben wir hier ein Auto Guild ist gleich Auto Roles, also hier oben unsere unser JSON Array. Punkt get und in Klammern jetzt wieder die Guild-ID von dem, wo wir es haben wollen. Und die kriegen wir, indem wir jetzt hier eben Guild.id machen. Weil das haben wir hier schon rausgeholt, was für eine Guild es ist. Genau. Jetzt machen wir eine if-Abfrage. Und zwar if AutoGuild. Das heißt, wenn die überhaupt existiert. Weil ansonsten ist es uns ja egal, wenn die nicht existiert, dann soll er nichts tun. Und jetzt machen wir noch ein and AutoGuild und hier in Ecking, Klammern und Anführungszeichen Member Roles. Jetzt habe ich ein R zu wenig. So, ein Doppelpunkt hinten dran nicht vergessen. Das macht quasi, wenn hier das existiert. Also wenn die erste if fragt, gibt es hier diese ID? Ist da was? Wenn ja, dann schau, gibt es dieses hier. Also gibt es dieses Member Roles, den Array da drin, in dieser Guild. Kann ja auch sein, dass der mal aus Versehen vergessen wurde. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eigentlich schon alles. Jetzt müssen wir einfach nur noch die Rolle uns holen und sie dem User zuweisen. Das machen wir mit Role ist gleich guild.getRole. Ah, ich habe noch etwas vergessen. Entschuldigung. Wir müssen natürlich über alle Roles drüber gehen. Dafür machen wir for role ID in AutoGuild Member Roles. So, das ist natürlich dann jetzt eingerückt, weil jetzt können wir auch hier auf die Rolle zugreifen, beziehungsweise auf die Rollen-ID. Wir übergeben hier einfach die Rollen-ID. Das heißt, wir gehen in diese JSON-Objekt rein, gehen in die Guild, die wir haben wollen, rein, holen uns, ah, hier ist das Member Roles, das ist ein Array. Jetzt gehen wir über alle diese Objekte, die hier drin sind, also alle beiden Rollen-IDs jetzt gerade. Das ist hier diese Role-ID. Und da nehmen wir uns jetzt die Rolle aus der Guild raus, wenn sie existiert. Jetzt können wir noch abfragen, ob diese Rolle überhaupt existiert. Sollte aber hoffentlich. Und dann machen wir ein await member.add-roles. Ja, Achtung auf das S, weil man könnte hier auch mehrere Rollen hinzufügen. Wir wollen aber nur eine hinzufügen, deswegen role, Komma, und jetzt tun wir noch eine reason dahinter. Zum Beispiel auto-roles. Und damit das Ganze ein bisschen schöner abläuft, machen wir noch ein Atomic True hin. Das sorgt dafür, dass es auf jeden Fall auch ausgeführt wird und nicht irgendwo untergeht. Sollte mal was schief laufen. Genau, und jetzt machen wir das Ganze noch für die Bots. Dazu gehen wir ganz nach außen, machen hier ein else zu diesem ifNotMember.bot. Also wenn es ein Member ist. Und da kopieren wir uns einfach genau dasselbe. Schreiben es hier hin. Und tun jetzt einfach nur die Member-Roles zu Bot-Roles ändern. Huch, das war eins zu viel. Zwei zu viel. Und das war's auch schon. Jetzt schaue ich nochmal, überprüfe ich, dass alle Namen richtig sind. Jupp. Das sollte es schon gewesen sein. Jetzt können wir den Bot starten und direkt mal ausprobieren, ob das klappt. Der Bot ist eingeloggt. Ich habe hier wieder den Account von meinem Bruder. Schon bereit, um auf den Server beizutreten. Dementsprechend, da er noch nicht drauf ist, hat er jetzt keine Rollen. Wir treten dem Server bei, sind drauf und sehen direkt hier links, wir haben eine Rolle. Jetzt schauen wir direkt mal. Bam, wir haben genau beide User-Rollen, nämlich Kälte und Party, die wir zugewiesen haben. Perfekt, funktioniert alles. Mit dem Bot, der Bot würde jetzt die Liebesrolle zugewiesen bekommen. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich jetzt keinen Bot habe. Aber das könnt ihr gerne bei euch ausprobieren, ob das auch wirklich geht und mir nochmal in den Kommentaren bestätigen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr weitere Ideen in die Kommentare schreibt. Ich freue mich echt drauf, dass wir jetzt hier wieder richtig durchziehen. Kommt auf jeden Fall auch auf den Melion.net Discord, damit wir euch helfen können. Wenn ihr hier unten guckt im Supportbereich, da ist richtig, richtig viel los. Da wird den ganzen Tag geschrieben und geholfen. Und wir sind für euch da, wenn es Probleme gibt. Deswegen kommt auf jeden Fall auf den Discord. Erster Link in der Beschreibung. Und dann wird euer Bot auch wirklich der geilste von allen. Ja, das war's von mir für heute. Viel Spaß beim Nachprogrammieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
restlessness of my soul.